Nun, es gab ja, wie gesagt, wir wissen von Dutzenden Briefen, vielleicht sind es Hunderte. Es bezieht sich auf ein Facebook-Posting, das öffentlich geworden ist, das jemand auf Facebook gestellt hat. Der Text lautet: Nehamas Gattin arbeitet im Hygiene Austria FFP2-Unternehmen vom Gatten der Sekretärin des Kurz. Ui, da wird Kohle gescheffelt und das brave Volk glaubt, es war für die Gesundheit. Dieses Posting, so wie ich es hier hergezeigt habe, ist am 7. Februar 2021 veröffentlicht worden, ist dann nach dem Stand jetzt vor zwei Tagen 926 Mal geteilt worden. Und aufgrund dieses Posting verlangt jetzt der Rechtsvertreter von Frau Nehammer, Anwalt Dr. Michael Rami, von den Verbreitern, aber nicht nur sozusagen, sondern auch von dem, der es draufgestellt hat und dann von denen, die es auch nur geteilt haben, die stolze Summe von knapp 4.500 Euro, 3.500 Euro für Frau Nehammer, knapp 1.000 für den Rechtsvertreter, andernfalls er mit Klagen droht. Und dieses Schreiben, das hier an die Bürger ergangen ist, muss sich leider wirklich als einschüchtern bezeichnen. Man muss bedenken, dass es hier juristische Laien sind, die ja zum Großteil auch nicht jetzt sofort da einen Anwalt bei der Hand haben, den sie fragen können, wie man dieses Schreiben einordnet, was man davon hält. Ich meine, wir wissen alle, auch wenn man einen Anwalt konsultiert, ja, sind auch wieder Kosten verbunden und das sind nicht alle Bürger gewöhnt hier. In dem Brief geht es darum, dass hier so getan wird, wie waren die Vorwürfe hier, also mehrere strafrechtliche Tatbestände erfüllt sind. Es wird nicht davon gesprochen, dass das im Raum steht, dass der Verdacht besteht, dass das abgeklärt werden muss, sondern hier steht, da werden Vorwürfe verwirkt, der Vorwurf, hier geht es um die strafrechtlichen Tatbestände der üblen Nachrede, ein Medieninhaltsdelikt, Ehrenbeleidigung, Kreditschädigungen wären erfüllt. Frau Nehammer hätte mit Hygiene Austria nichts zu tun, wird hier festgehalten. Und die Mandantin hätte daher Ansprüche auf Bestrafung, Schadenersatz, Löschung, Urteilsveröffentlichung und weiters zivilrechtliche Ansprüche. Und dann wird im Schreiben noch ausgeführt, dass aber die Mandantin, also Frau Nehammer, doch so großzügig sei, dass sie das ohne Gerichtsverfahren aus der Welt schaffen möchte, weil mit einem Gerichtsverfahren hier noch weitere erhebliche Prozesskosten verbunden wären, die auch von Ihnen, also von dem Bürger, zu tragen wären. Also es wird so getan, wie wenn das fix sozusagen diese Vorwürfe und diese Tatbestände alle realisiert sind. Und dann wird hier noch ausgeführt, dass mit dem Verbreiter dieses, der es erstmals verbreitet hat, mit der Person ein Vergleich abgeschlossen wurde, eben des Inhalts, dass Frau Nehammer 3.500 Euro Entschädigung enthält und der Rechtsvertreter knapp 1.000 Euro. Und das wird hier sozusagen als Vorlage genommen für alle anderen, die das dann geteilt haben. Wenn man darauf nicht eingeht, werden ohne weitere Aufforderung gerichtliche Schritte eingeleitet und da kommen ganz erhebliche Mehrkosten auf die Bürger zu. Also ich würde sagen, das Schreiben würde auch mich also sehr, sehr erschrecken. Es heißt sozusagen, wenn ich da nicht unterschreibe und das sofort zahle, stehe ich vor dem Strafrichter und da kommen dann also noch weitere enorme Kosten und Verurteilungen auf mich zu. Insofern ist es nicht überraschend, dass sich hier eine Reihe von Bürgern an unseren Club gewandt haben, dass sie verzweifelt sind, was sie tun sollen, ob sie das zahlen müssen und ob wir ihnen da nicht helfen können. Und auch diesem Zweck dient diese Pressekonferenz, da wir hier hoffen, dass man hier auch Einsicht zeigt. Ich halte diese Forderungen für jenseitig, die Höhe für nicht gerechtfertigt und ich auch zweifle ich schon daran, dass sie dem Grunde nach gerechtfertigt sind, was überhaupt nicht heißt, dass man nicht grundsätzlich gegen ehrverletzende Postings sich schon wehren kann und soll, aber ob diese Stufe hier erreicht, das bezweifle ich mehr als. Ich möchte Ihnen jetzt noch einmal dieses Posting, das ich hier hergezeigt habe, in den einzelnen Aussagen zerlegen. Man muss sich vergegenwärtigen, wenn hier etwa nur 100 Personen diese 3.500 Euro auch bezahlen an Frau Nehammer, dann kommt es also steuerfrei auf 350.000 Euro, die hier bezogen werden können. Also hier handelt es sich wirklich auch um ganz massive finanzielle Interessen. Die erste Aussage wäre, Nehammers Gattin arbeitet im Hygiene Austria FFP2-Unternehmen. Das ist einmal
unzutreffend, das ist faktisch nicht zutreffend. Sie arbeitet nicht oder hat auch nicht bei der Hygiene Austria gearbeitet, sondern eben zu diesem Zeitpunkt im Februar bei der PR-Beratungsfirma Schütze. Wie gesagt, wir haben gesagt, ehemaliger ÖVP-Pressesprecher, der aber sehr wohl PR- und Medienarbeit für die Hygiene Austria betreut hat. Ob Frau Nehammer hier selbst also sozusagen in die Betreuung involviert war oder nicht, ist irrelevant. Diese Agentur ist befasst mit diesem Mandat und sie wird ja schließlich dann von dieser Agentur bezahlt. Insofern hat es einen Tatsachenkern, aber zutreffend ist natürlich, dass hier eine Richtigstellung angebracht ist, dass man hier sagt, das trifft nicht zu, dass sie bei der Hygiene Austria gearbeitet hat. Die nächste Aussage ist, das sei ein Unternehmen vom Gatten der Sekretärin des Kurz. Nun, Frau Lisa W., sage ich einmal, mag man nicht als Sekretärin bezeichnen vielleicht, aber sie ist die Büroleiterin vom Bundeskanzler, ihr damaliger Gatte, Miteigentümer der Firma Palmas, der wiederum Hälfte Eigentümer der Hygiene Austria ist. Also insoweit ist diese Aussage durchaus korrekt, dass man da sagt dann, ui, da wird Kohle gescheffelt. Nun, hier wird vom Anwalt unterstellt, dass hier Frau Nehammer persönlich Kohle gescheffelt hat. Das ist aber einfach nicht zutreffend. Wenn man diese Aussage hier so liest im Kontext dieses Postings, ist diese Interpretation unhaltbar, denn da wird, da wird Kohle gescheffelt, ja, da vom Unternehmen nicht, da war sozusagen von der Hygiene Austria, geht es hier um Geld. Und ich würde sagen, das wird niemand von uns oder wird wahrscheinlich auch der Herr Bundeskanzler oder der Herr Schütze von der PR-Agentur leugnen, dass da für die Leistungen dann auch durchaus viel Geld geflossen ist. Und schließlich, und das brave Volk glaubt, es war für die Gesundheit, ja, da würde ich sagen, da sind wir bei einer zulässigen Wertung. Ich meine, wir wissen, dass die Bundesregierung auf einem Kurs ist, die Meinungsfreiheit also nicht sehr gut behandelt und eher einschränken möchte, aber ich glaube, das kann man durchaus im Rahmen der Meinungsfreiheit als zulässig natürlich zu bewerten. Noch dazu kommt, ich meine, bei allem, was dann auch nachher über die Hygiene Austria aufgekommen ist, diese Umetikettierung der Masken, nicht, hat es geheißen, ursprünglich österreichische Marken, gute Qualität, wirklich Gesundheit sozusagen entsprechend, dann kommt raus, dass die in China fabriziert wurden, beschriftet worden sind und auch die hygienischen Zustände hier nicht ganz einwandfrei sind. Also ich glaube, über diese Äußerung darf man sich hier wirklich nicht aufregen. Das heißt, übrig bleibt von diesem Posting eigentlich sozusagen die nicht korrekte Einleitung, dass Frau Nehammer hier bei der Hygiene Austria selbst tätig war. Aber ich glaube, Sie können sich da selbst ein Bild machen, ob dafür jeder Bürger, der das nur einmal teilt, 3.500 Euro zu bezahlen hat an sozusagen Schmerzensgeld an die Frau Nehammer und dann noch knapp 1.000 Euro Honorar für den Anwalt. Also das ist für mich mehr als bedenklich und hier geht es ja nicht sonst. Wir wissen schon, dass die türkise Familie sehr geschickt ist auch, also was so ihre finanziellen Interessen betrifft und dass man die wahrt. Aber hier bisher sind die eher sozusagen so auf Kosten der ganzen Steuerzahler gegangen. Aber hier werden einzelne Bürger herausgegriffen, ganz einfache Leute, die hier mit so einem Brief eingeschüchtert werden, die ja Kritik irgendwie an ihren Frust an der Corona-Politik hier äußern wollten und denen soll hier ein Geldbetrag abgeknöpft werden, der, wie ja auch der Rechtsvertreter oder die Frau Nehammer wissen muss, ein Vielfaches auch zum Teil von der Pension, Mindestpension oder vom Lohn ist. Also hier passt das Verhältnis überhaupt nicht und man muss natürlich schon auch sehen, dass das war im Februar dieses Jahres. Ich meine, viele der Menschen, und das sind auch die Bürger, mit denen wir da telefoniert haben in den letzten Tagen, die sind da monatelang isoliert zu Hause gesessen. Es sind dementsprechend auch wirklich überraschend viele ältere Personen hier dabei, die das kritisiert haben, denen die Decke auf den Kopf gefallen ist, die verzweifelt waren, die daher mehr hier als sonst hier auf Facebook aktiv waren, sich informiert haben und die hier ihren Frust sozusagen hier da geäußert haben, aber dass man hier dann so vorgeht, ihnen sofort mit Klage droht und sie so
einschüchtert. Das ist meiner Ansicht nach wirklich nicht nur bedenklich, sondern ich finde es verwerflich. Ich hoffe hier auch auf eine entsprechende Berichterstattung Ihrer Seite, die vielleicht bewirkt, dass es hier zu einer Einsicht und zu einer Umkehr kommt. Und ich denke, Frau Nehammer soll vielleicht auch berücksichtigen, dass es Ihr Ehemann war, der auch einmal gleich sehr schnell Hunderttausende Österreicher als Lebensgefährder bezeichnet hat, als Corona-Leugner, wer schon einmal nur irgendeine leise Kritik an der Regierung hier, an der Regierungslinie geäußert hat. Also wenn diese Österreicher alle ihn mit so einem Abmahnbrief überziehen würden, also wenn die auch so kleinlich wären, dann wäre er vielleicht auch nicht erfreut. Ich sehe das hier wirklich als sehr bedenklich an. Hier wird auch Facebook, dieses Diskussionsforum, als Geldquelle benutzt und hier wirklich schon auf diese sozusagen Hass im Netz Schiene hier aufzusteigen. Bei diesen, ich würde sagen, trotzdem wirklich harmlosen Äußerungen ist nicht richtig.